Kingsley Coman, Mr. Champions League. Exakt 59 Tage nach dem großen Triumph von Lissabon eröffnet der Siegtorschütze des Finals auch die neue Champions League-Saison der Bayern und bekommt als Dankeschön ein Negativkompliment. War ein guter Anfang, ja. Gerade eben auch was Kingsley Coman betrifft. Die Messlatte haben wir heute gesetzt. Also da geht es natürlich auch darum, das hat uns heute einfach auch gut getan, dass wir eine körperliche Präsenz auch da hatten auf dem Platz. Und deswegen ist das auch wichtig. Das hat so ein bisschen auch in den letzten Spielen gefehlt. Ja, und da auch wieder 1-gegen-1 gewinnen zu wollen, jede Situation gewinnen zu wollen, das war heute da. Und genau das erwarten wir natürlich auch, wenn wir in der Bundesliga oder im DFB-Pokal spielen. Das gehört einfach dazu. Im vergleichsweise tristen Bundesliga-Alltag läuft Coman nämlich nur im Sparmodus. 2 Einsätze, keine Torbeteiligung. Seine Qualitäten stehen außer Frage. 7 Scorerpunkte allein in den letzten 10 Champions League-Einsätzen sprechen wieder eine ganz andere Sprache. Zudem trifft der Franzose auch und gerade in den wichtigen Spielen. Es ist einfach wichtig, dass er auch immer wieder nicht nur Tore vorbereitet, sondern auch die Qualität hat, Tore zu erzielen, zu schießen. King Coman. Der Vergleich zu König Ribéry schon alleine wegen der französischen Staatsbürgerschaft naheliegend. Beide zudem begnadete Flügelstürmer, technisch stark, schnell, Unterschiedsspieler. Mit dem kleinen Unterschied, dass Ribéry einfach konstant in jedem Spiel für Spektakel stand. In der Bundesliga gehört es natürlich auch dazu. Es ist nicht immer nur ein Wettbewerb. Das muss einfach von seiner Qualität, ein Mann oder ein Spieler mit der Qualität, die er hat, einfach auch in anderen Wettbewerben auch genauso sein. Und er kann das, die Qualität, wie gesagt, die hat er. Und da schauen wir jetzt mal genau hin, was die nächsten Wochen passiert. Flick versucht seinen Mr. Champions League zu kitzeln. In der Hoffnung, dass ein körperlich dauerhaft gesunder Coman nicht nur aufgrund seines Vornamens den Platz Franck Ribérys zeitnah einnehmen kann.